Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Video. Ich bin immer noch minimal angeschlagen, wie man sicherlich merken kann. Aber ich bin wieder back. Ne? Die Prüfung heute ist bestanden oder geschafft. Ich denke auch bestanden. Also es war jetzt nicht allzu schwierig. Und ja, darum ist heute Abend auch wieder Livestream. Nur halt wieder schön gemütlich, weil ich halt einfach noch nicht auf dem Damm bin. Also die Mandelentzündung an sich hat abgenommen. Die Schmerzen jetzt beim Trinken und so weiter sind so gut wie weg. Es fühlt sich halt nur noch komisch an. Aber meine Nase ist jetzt halt noch irgendwie befallen. Also es ist da immer noch scheinbar geschwollen und Nase ist verstopft und hin und her und pipapo. Ja, also es ist jetzt noch nicht optimal, aber auf jeden Fall ausreichend, um dann später ein bisschen rumzustrumen. Wir versuchen uns einfach den üblichen Ablauf zu halten, also Counter stricken und dann irgendwas anderes. Ich denke, dass es halt wirklich schön gemütlich werden sollte, dann vielleicht irgendwie ja, dieses Mutantenspiel wird oder sonst was. Irgendwas ganz Chilliges. Ja. Dinge, bei denen man so oder so nicht laut wird. Weil ich auf keinen Fall laut werden kann, also. Es ist schon auch alles ein bisschen unangenehm. Ja, schauen wir mal, was er hier am Start hat, der Knilch oder die Knilchen, je nachdem, was es ist. Oh, die Nase, das nervt mich richtig. Das war die letzten paar Tage nicht. Das kam jetzt dazu. Wo die normale Mandelentzündung abgenommen hat, hat die Nase angefangen, mehr Probleme zu machen. Die war eigentlich die ganze Zeit nicht am Start, aber jetzt ist die stark involviert. Naja, was glaubt ihr, hat er oder sie am Laufen, falls überhaupt was am Laufen ist, und seid ihr heute Abend im Livestream, ne? Schön gemütlich, schön gechillt, um 22 Uhr geht's wieder los. Den Live-Gewinner schreibe ich noch an, also im Vorfeld natürlich wieder, den schreibe ich per Privatnachricht an, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, muss ich noch machen. Und, ja, so viel dazu, ne? Wie ist es euch ergangen? Ich habe jetzt 2 Tage lang nichts hochgeladen. Was wahrscheinlich sehr kacke ist, es ist halt natürlich wieder perfektes Timing, weil wir gerade jetzt die letzten 1,5, 2 Wochen sehr gut gewachsen sind wieder. Wir haben viele neue Leute dazu bekommen und ich habe es ja in diesem Mandelentzündungsvideo schon angemerkt, die Leute kamen fast ausschließlich über diese beiden Macht-Spaß-Videos, über diese beiden Dödel-Videos, dieses Daddy-Video und vor allem dieses Guts and Glory-Video. Also wir haben jetzt fast 50 neue Leute dazu bekommen, innerhalb von 2 Wochen circa. Und und jetzt bin ich einfach nicht in der Lage, oder innerhalb von 1,5 Wochen, ich meine, das eine, wann ist denn das erschienen? Am 19. oder so? Naja. Ich kann jetzt gerade nicht sowas machen. Also an alle Neuen, schön, dass ihr da seid, Hallöchen. Ich kann jetzt gerade nicht so in die Richtung produzieren, zumindest jetzt das Wochenende noch, weil ich halt so kaputt bin. Also ich kann, es geht nicht. Ich bin nicht in der Lage, so zu agieren, wie ich es da mache. Es ist halt extrem unpassend, ja. Jetzt haben wir endlich mal wieder Wachstum nach 1000 Jahren. Und könnten die 10k wirklich, jetzt nicht mit Leichtigkeit, aber recht schnell erreichen. Und dann haben wir diesen Drive. Und ich kann keine Videos machen, also keine passenden. Die Leute, die dadurch reinkommen, ich weiß gar nicht, ob die hier überhaupt zugucken. Also, ne, die denken sich, ah, cool, Guts and Glory, ah, cool, Daddy Simulator. Wow, was war denn das eben? Die schauen dann auch in andere Videos rein, die in die Richtung gehen. Ich habe ja immer die Playlisten verlinkt, ne, schauen die Macht-Spaß-Playlist durch, denken sich, cool. Und dann sehen sie Overwatch Folge 430. Hm. Naja, ist wahrscheinlich dann gerade für diese Leute, die überhaupt nichts mit CSGO am Hut haben, eher irrelevant oder uninteressant. Die klicken dann auch gar nicht erst drauf. Somit kriegen sie auch gar nicht mit, was ich hier sage. Aber naja. Guck dir das Crosshair-Placement an. Was sucht er denn? Was sucht er denn da jetzt auf dem Boden? Was ist da? Übrigens, mal wieder Cash. Ist schon lange nicht mehr gewesen, glaube ich. Der Cashy-Bashy. Nicht übel. Ich überlege, ob ich später die Lampen überhaupt anmachen soll im Stream oder ob ich sie auslasse. Das ist echt so. Also es ist schon noch ein bisschen hell und auch so warm direkt. Ohne Lampen wäre es für mich etwas gemütlicher, aber ich habe es ja schon gesagt, wenn ich die auslasse, dann sieht man mich eigentlich nicht mehr. Dann, ja, das ist dann irgendwie nicht so, es hat nicht den Effekt, ne? Da kann man,
Dann kann man die Facecam eigentlich auch ausmachen, ne? Also eigentlich kann man die. Hoppala, fuck, jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Könnte ich hier nämlich auch ausmachen in dem Fall. Das muss ich noch entscheiden. Ich weiß, ohne Facecam ist es kacke. Ihr seht gerne mein Gesicht. Und dann sieht man auch eher die Emotionen und so weiter. Aber jetzt mit der verkackten Nase und allem drum und dran und. Ah! Hoppala, Entschuldigung, muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Also, ich werde es dann einfach live entscheiden, was für mich das Gemütlichste ist. Vielleicht habe ich es am Anfang auch an und mache es dann aus, sobald es mir zu nervig wird oder so, irgendwie. Ich denke, so werde ich es machen. Schön begrüßen und sowas mit Facecam und dann mal schauen, wie es so läuft. Nochmal mehr reingeschlichen, kommt der Sack. Was ist sein Plan? Also, wo sein Mate ja eigentlich schon durchgerannt ist. Er will trotzdem von hinten richtig schön Rabatz machen. Oh, da frisst er schon eine kleine Nate. Er hat jetzt ja schon ein paar Mal genau diese Aktion gebracht, ne? Dass er hinten lang geht und, wie man gesehen hat, hat Pyramide ja auch schon auf ihn gewartet. Oder Pyramid. Also, vielleicht sollte man was anderes Cooles machen. Aber gut, ja, wenn es läuft, dann läuft es, oder? Schaut euch mal die Steadys an. Wo ist denn die Maus? Hallo? Ah, hier. Ja, ne, 9-1 kann man schon mal machen. Hier, die Tees kommen nicht wirklich ran an den Speckes. Oh, er hat einen 99er. Oh, guck mal hier, die Pinks. Die Pinks sind dann doch schon ordentlich hoch jetzt beim City-Team. Ne? Die anderen haben eigentlich ziemlich normale Pinks. Aber die Jungs... Oh, pass auf, einer wartet jetzt direkt links. Direkt links. Na, Suspect, willst du nicht rausgehen? So wie 30 Jahre davor... Hat man den gehört, da hochspringen? Ich weiß es nicht genau. Ja, naja. Ihr könnt euch ja dann eure eigene Meinung drüber bilden. Was ihr meint, was Monsieur Kackstelze hier so am Start hat. Ich werde jetzt gleich das drücken, was ich glaube. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, ab 22 Uhr im Livestream. Richtig dicke Videos, also sprich, macht Spaß Videos. Kommen dann, ich hoffe, direkt am Montag. Ich hoffe, dass ich mich da ganz frisch hinsetzen kann und durchziehen kann. Das wäre, ja. Ihr wisst, nur um das nochmal ganz kurz abzurunden, das Thema. Ich bin überhaupt nicht drauf aus. Abonnenten, boah, hin und her. Ne, ich sag ja auch nicht irgendwie bei jedem Video, abonniert mich hin und her. Ich sag das ja eigentlich nie. Sondern mir geht es wirklich mittlerweile um diese 10.000. Es wirkt wie so eine Hürde, die einfach nicht zu erreichen ist. Überlegt mal, das sind ja schon bald 2 Jahre, wo wir kurz vor 10.000 stehen. Und dann ist es nicht mehr so ein Punkt von wegen, Reichweite, ganz viel. Sondern einfach nur, das muss doch wohl irgendwie zu schaffen sein, ne? So. Und deswegen spreche ich jetzt halt gerade im Moment so darüber, ne? Mit dieser Einstellung. Ich will es einfach gebacken haben. Danach ist mir egal. Die 15.000, 20.000, 100.000 können Jahrzehnte dauern, aber die 10.000 müssen doch echt endlich mal drin sein, oder? Es ist ja schon bald lächerlich. Klar, es ist nicht gerade überraschend, wenn man halt auf diesen toten Pferden oder diesem toten Spiel wie Counter-Strike ewig lang rumreitet, da kann man halt nicht erwarten, dass da großartig was rumkommt. Aber trotzdem, es muss doch irgendwann drin sein. Und von daher spreche ich da so darüber, nur dass wir das da nicht falsch verstehen. Die Bubbler-Community kennt mich eh, aber jetzt gerade die Neuen. Falls vielleicht auch ein paar ganz neue dabei sind, dass ihr nicht denkt, der sammelt nur Abonnenten oder was? Ja, also natürlich ist alles andere viel wichtiger wie die Abonnentenzahl an sich. Aber langsam sollte doch mal wenigstens diese 10.000-Hürde erreicht sein. Ja, okay, soweit so gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare und natürlich vielen Dank für eure Unterstützung hier bei dem gesamten Unterfangen Dummabla und Co., also Videos, Streams und so weiter und so fort. Vielen Dank an die Patreons und die YouTube-Kanalmitglieder. Macht's gut, bis gleich im Stream. Ciao, ciao.